Wir haben jetzt Abreisetag Dolomiten, Anreisetag Wörthersee. Wir packen jetzt hier gerade noch die letzten Sachen ein. Der Marc schmeißt noch ein paar Sachen bei mir rein, weil bei ihm ist es immer nicht so leicht, die Sachen unterzubekommen. Also er hat gut Platz, aber ja, es fliegen halt dann trotzdem die Sachen so ein bisschen rum. Und ja, der Blütenstaub war heute wieder ganz fleißig unterwegs. Also hier bei Max sieht man es immer sehr schön bei den schwarzen Autos. Und ja, beim Chrissy ist dann gestern Abend wieder das Viech drüber gelaufen, was gestern beim AMG war. Hat dann auch hier eine Ladung Pisse gelassen, also seinen Bereich sozusagen markiert. Auch noch toll, muss er noch wegmachen. Und ja, fahren jetzt dann heute zum Wörthersee, fahren dann auch, fahren wir vorm Hotel zum Waschen oder erst Hotel, dann waschen, Max? Wie bitte? Hotel oder erst waschen, dann Hotel? Waschen, dann Hotel, denke ich. Also, waschen, dann Hotel. Waschen hat jetzt heute einfach die Priorität. Und ja, also nochmal, wie gesagt, kurze Fazit. Dolomiten, unglaublich schön, kann ich nur jedem empfehlen. Wir hatten so gut wie gar keinen Verkehr. Bis jetzt laufen alle Autos tipptopp. Hier sind auch echt viele Leute hier in dem Hotel, also das B&B-Hotel hier auf dem Pass. Und ja, viele Leute feiern einfach auch die Autos, also ist immer ganz cool. Vor allem, ich sage jetzt mal, die bisschen ältere Generation findet natürlich dann auch die älteren BMW-Modelle cooler. Kann man ja auch ein bisschen verstehen. Und bei Mo wurde auch drauf geschissen. Che. Wir sind jetzt kurz vorm Wörthersee. Ja, sind jetzt hier gerade auf das letzte Stück Autobahn und fahren dann, wie gesagt, direkt waschen. Wo, weiß ich gar nicht genau. Der Mo fährt gerade vor. Auch mal wieder super spannend. Kommen auf die Autobahn und keine 2 Sekunden später ist dann gleich schon die Polizei hinter uns. Da ist halt trotzdem immer so ein bisschen, okay, halten sie uns jetzt an oder nicht. Ich meine, haben ja nichts zu verbergen und so, aber trotzdem, man weiß es halt nie. Und man hat jetzt auch schon so ein paar Sachen gehört von Leuten, wo ihr denkt, puh, okay, dafür eine Stilllegung. Also ist auch ein bisschen extrem. Aber gut, wir sind gespannt, positiv bleiben und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann auch gleich beim Waschen. Das wird auch ein bisschen länger dauern, weil die Autos sehen echt ziemlich krass aus. Also wenn ich vorne bei mir auf meine Motorhaube schaue, sehe ich eigentlich nur noch gelbe Pünktchen überall von dem ganz tollen Blütenstaub. So, sind jetzt auch hier in Villach angekommen. Mo wäscht jetzt da fleißig sein Auto, das ist da drüben. Ich bin hier, habe jetzt mal kurz die Felgen eingesprüht. Chrissy ist kurz drüben, einfach mal kurz abdampfen und ja, den groben Schmutz jetzt einfach mal runter zu bekommen. Und ja, gucken wir da, dann checken wir wahrscheinlich ins Hotel ein. Und ja, jetzt kann erstmal hier schön der Felgenreiniger wirken. Sind jetzt gut im Hotel angekommen, dachte ich, zeige euch mal wieder unser Hotelzimmer wie MTV Cribs. Also hier mal wieder ein großes Zimmer. Wer hier schläft, wissen wir nicht. Wahrscheinlich Sascha und Mo. Dann haben sie hier noch einen Balkon raus in die grüne Natur. Und dann geht's weiter mit dem Zimmer von Chrissy und mir. Wir haben hier die 2 Einzelbetten. Dann haben wir hier noch so eine Küche, einen Kühlschrank und ein Kochfeld. Und eigentlich ganz cool. Dann hier ist es eine Bad mit Dusche und sogar eine Sauna, aber ich glaube, bei der aktuellen Temperatur werden wir definitiv nicht in die Sauna gehen. Dann haben wir hier noch das Bad und dann hier noch das Wohnzimmer, ja, mit Essbereich, Couch und ja, eigentlich sehr schön. Dann haben wir hier jetzt dann noch einen Balkon links von uns und außen stehen dann die Autos, so Sascha und Chrissy und Max haben links von uns geparkt im Haus. Ich stehe jetzt gerade da hinten und ja, sind jetzt halt hier bis Sonntag früh. Ich denke, wir fahren auch Sonntag früh wieder heim. Schauen uns jetzt mal das Ganze an. Also wir haben schon echt viel Polizei gesehen. Also wie gesagt, vorne auf der Autobahn, als wir zurück, also im Prinzip in Villach angekommen sind, war die Polizei hinter uns. Dann, als wir beim Farker See jetzt waren, standen, ich glaube, an 3 oder 4 Stellen auch die Polizei. Also es ist schon krass, wie hoch die Polizeipräsenz ist. Ich denke mal, wenn man sich unauffällig normal einfach an die Verkehrsordnung sich hält, sollte es eigentlich kein Problem sein. Aber trotzdem,
man weiß es halt nie. Ja, und ansonsten, was wir jetzt so vorhaben, ehrlich gesagt, habe ich gar keine Ahnung. Also wir wollen uns mal diese Turbokurve anschauen, da bin ich ein bisschen neugierig. Dann gibt es ja noch diese Alpenpassstraße, mir fällt jetzt gerade nicht der Name ein. Das und ja, einfach ein bisschen auch chillen. Also wir haben hier einen Pool am Hotel, vielleicht einfach mal in den Farker See gehen, mal schauen. Das sieht echt super schön aus. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Apropos Stilllegung, Max, Chrissy und ich sind jetzt kurz hier durch die Hotelanlage gelaufen und hatten da ein Golf gesehen. Was ist das, ein Golf R oder so? Ich glaube ein Golf R, älterer, und der hatte keine Kennzeichen vorne und hatten jetzt gerätselt, keine Ahnung, hat jetzt die Kennzeichen abgemacht, weil er jetzt hier im Hotel ist oder stillgelegt geworden. Ja, und jetzt ist gerade hier ein Auto gekommen mit Anhänger und ja, der wird jetzt nach Hause gebracht. Also anscheinend wurde der arme Golffahrer stillgelegt. Das ist natürlich eine super scheiße Sache oder Situation, weil du musst dann halt gucken, wie du heimkommst, Anhänger besorgen oder jemand finden, der überhaupt einen Anhänger hat. Anhängerführerschein, das Ganze. Ja, also einfach aufpassen. Guter Gang in der Turbokurve. Das beste Auto am Parkplatz. Ein sehr schöner E30. M3. M3. BBS-Felgen. Geil. Weil wir Kids kamen. Du bist schuld. Ist dann gleich diese Station, wo man dann fahren muss. Sind alle hinter uns? Ich sehe nur bis hinter zum Michael. Ich weiß jetzt nicht, ob der Martin da ist. Zweite Dreier fehlt bei dem. So, wir sind jetzt gerade hier auf dem Weg zur Villacher Alpenstraße. Fahren jetzt mal hoch, ganz hoch zum Parkplatz und gucken uns das Ganze mal an. Kommen jetzt hier dann gleich auch bei der, ja, ich nenne es einfach mal Maut, wo wir zahlen müssen. Der Porsche. Und, ich weiß gar nicht, was wir zahlen. Hast du eine Ahnung, Max? Nein. Ich glaube, es 18 Euro? Ich weiß nicht. Ja, Mo zahlt schon mal und dann beim ersten Parkplatz, der kommt nach der zweiten Kehre, glaube ich, hält er noch kurz weg. Aber Martin müsste, glaube ich, gleich da sein. Thema Asphalt, Bombe im Vergleich zu den letzten Tagen. Das stimmt. Schön. Für 19,50 Euro will ich auch einen guten Asphalt haben. Der Unfall mit dem Audi und so. Ja. Boah, ein
Farbe. Ja, 1000 Parkplätze frei und wir fahren im Kreis. Oben, Villacher Alpenstraße. Da stehen die Guten. Max Seins steht beim Hotel. So, eigentlich wollten wir waschen. Aber die Schlange sieht man nicht. Erster Kreisverkehr raus. Wir fahren jetzt gerade hier auf die Pyramidenkugel. Ist schon echt verrückt. An jeder Ecke steht die Polizei. Ein paar Kilometer weiter haben sie gerade auch Leute rausgezogen, um dB-Messungen zu machen. Also es ist ganz normal hier. Also falls ihr schon mal selber euer Auto getestet habt und bemerkt, ihr seid über die 5 dB Toleranz, dann würde ich es wahrscheinlich nicht riskieren, hierher zu kommen. Also auf der Fahrt jetzt hierher haben wir auf mehreren, ich sag mal, größeren Parkplätzen auch stillgelegte Autos gesehen. Also ist schon echt verrückt. Ja, also ist schon echt ein komisches Gefühl. Man hat so das Gefühl, man ist eigentlich fast schon ein Schwerverbrecher, obwohl man nur hier ein bisschen mit dem Auto einfach mal sich das Ganze anschauen möchte. Wie gesagt, an jeder Ecke steht auch die Polizei und ja, Prio Nummer 1 sind momentan die ganzen Autofahrer. Also jetzt mal übertrieben gesagt, wenn jetzt jemand gerade irgendwo einbricht und da jemand anruft, würde wahrscheinlich die Polizei nicht kommen, weil sie lieber die Autofahrer halt ja, stilllegen. Also ich sage mal so, es ruiniert ein bisschen die Atmosphäre hier am Wörthersee. Also die Kollegen, die jetzt dabei waren, die letztes Jahr auch da waren, haben gemeint, letztes Jahr war das nochmal komplett anders. Also letzte Nacht in Velden an jeder Ecke 2, 3 Busse, 5, 6, 7, 8 Polizisten schreiben auf, wenn einmal kurz das Auto irgendwie leicht gebörpelt hat oder so. Also ist schon echt krass. Und ja, also wenn das wirklich so bleibt, kann ich mir auch vorstellen, dass sich das dann irgendwann auch mal, ja, vielleicht suchen sich die Leute dann auch einen neuen Ort für diese Treffen, was natürlich super schade ist, weil die Landschaft hier, die ganze Atmosphäre toll ist und ich sage mal so, auch viele Hotels und Restaurants leben hier auch von diesen Events, von diesem Tourismus. Aber gut, das muss die Stadt und die Leute hier selber entscheiden. Also ich persönlich sage, ich komme jetzt nicht noch mehr her. Ich brauche das Ganze nicht. Ja. Ja, das Auto ist legal und so, aber es ist trotzdem immer ein komisches Gefühl, wenn man der Polizei vorbeifährt. Man weiß es trotzdem nicht. Ja. Und die anderen, ja, weiß ich jetzt nicht so genau. Also Max ist gerade hier neben mir als Beifahrer. Er sagt auch, mit seinem M3 würde er jetzt auch nicht mehr hierher kommen. Nee. Wenn nur vielleicht beim Alltagsauto, um sich das Ganze nochmal anzugucken. Aber mir persönlich haben die Alpenpässe viel mehr Spaß gemacht. Und ich meine, dafür sind ja auch die Autos gemacht, diese schönen Kurven fahren und Spitzkehren. Und wir hatten halt wirklich Nullverkehr. Das war einfach traumhaft schön. Ja. Also das kann der Max, ich glaube, auch nur bestätigen. War der Hammer. Und hier ist eher Katz und Maus und ja, Willkür so ein bisschen. Also die Chancen sind hoch, dass man hier in einer Kontrolle landet. Ja. Also ich glaube, der eine M4, der wurde gestern stillgelegt, weil er, ich glaube, 2 mm tiefer war, als was erlaubt war. Anderer war halt 0,5 dB höher, ja, als die 5 dB Toleranz. Und dann musst du halt gucken, wie du heimkommst. Kennzeichen weg und ciao, ja. Der eine Freund, der jetzt auch hier in der Gruppe dabei ist, der wurde jetzt auch schon 4-mal angehalten. Die ersten 2 Male war nichts. Beim dritten Mal hat er auch eine Strafe bekommen für 75 €, weil er im Prinzip über seine Scheibe oben einen Aufkleber hat. Dann wurde er gestern Abend nochmal angehalten. Wieder das gleiche Thema, aber dann dieses Mal 25 €. Und ja, das, ich weiß nicht, mir wäre das irgendwann persönlich zu blöd und dann hast du auch gar keinen Spaß mehr an der Sache. Deswegen fahren wir jetzt hier mal auf die Pyramidenkugel ganz entspannt, gucken uns die Aussicht an. Gestern auch ja die Villacher Alpenstraße war auch sehr schön. Und ja, genießen jetzt einfach nur den letzten Tag. Heute Abend sind wir dann wahrscheinlich noch mal in Villach essen. Und ja, gucken wir einfach mal. Dann morgen geht es dann auch wieder heim am Sonntag.
Das war der QJ von gestern. Der neue G80, ist es der, der tiefer ist? Ja, schon. Stimmt, die ist anders, die komplett geht so weit nach hinten. Ja. Ich finde die nicht so geil. Ich finde die andere auch besser. Deine geht tiefer nach unten. Ja, die goldenen Felgen sind brutal, keine Frage. Gerade am Fahrkassee wieder angekommen, fahren Richtung Turbokurve, waren am Wörthersee einfach mal da was essen, wollten uns das Ganze ja halt mal anschauen. Ich meine, ja, wie ihr gesehen habt, super viel Polizei, alle sehr brav, langsam vorbeigefahren, also jetzt nicht groß irgendwie Action oder so. Jetzt gerade auf dem Weg hier zum Farkasee war jetzt auch wieder eine ganz große Kontrolle oben, also in die andere Fahrtrichtung. Jetzt haben wir hier am Farkasee Stau Richtung Turbokurve. Ich kann mir gut vorstellen, dass vorne jetzt auch nochmal eine sehr große Kontrolle ist, wo sie mehrere Leute rausziehen. Ja, also Polizeipräsenz ist immens einfach nur und ja, wir schauen jetzt nochmal zur Turbokurve, aber ich glaube, viel wird es da jetzt auch nicht mehr geben. Ansonsten fahren wir dann direkt ins Hotel und morgen wollen wir dann auch relativ früh uns dann wieder auf dem Heimweg machen, also nach dem Frühstück. Und dann geht es ja auch nochmal gute 550 Kilometer ungefähr heim. Und dann schauen wir mal. Also falls wir uns nicht mehr hören, ich hoffe, die Serie hat euch Spaß gemacht. Ja, Dolomiten war einfach ein Traum, auch Großglockner kann ich nur jedem empfehlen. Wörthersee dieses Jahr war ein bisschen, ja, mau. Meine Hoffnung war ein bisschen höher, sagen wir es einfach mal so. Aber ja, trotzdem cool, einfach mal hier das Ganze zu sehen, die Atmosphäre und so. Und ja, wie gesagt, falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen da lassen, ein Abo. Und ich würde sagen, es geht dann wieder weiter zu Hause. Es gibt noch ein paar Sachen, die dann am Auto gemacht werden, was ich natürlich dann nochmal filmen werde. Ich werde auch nochmal eine Kostenaufstellung machen von dem ganzen Trip. Also was haben jetzt dann die 8 Tage gekostet? Also Unterhalt, Essen, Sprit, wie viele Kilometer wir gefahren sind. Und ja, schauen wir mal. Also Leute, macht's gut. Ciao.